Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hintendran und ha, ihr seht, ich bin organisierter als vorhin. Und zwar starten wir direkt bei einem Harmoniegespräch. Ich habe auch gespeichert und die Quest liefern wir dann ab. Weil, na, ich will das zuerst machen. Outstanding! It thanks to Tora becoming driver that Tora come to this place. Blades and drivers most best ever! Oh, that reminds Tora. Rex, Nia, Tora need little consultation. Ah, a consultation? With us? Tora have big problem right now. Recently, Tora finally realized Tora is not very useful in battle. Also ich weiß, wir sollen das Gespräch früher führen, aber Tora ist mit einer der most useful tanks im Spiel. Aber gut. Oh. Why friends silent? Oh, we're just a bit surprised. I mean, I just never really took you for the self-assessing type. Ah, too cruel. I mean, you fight just fine, Tora. Poppy deserve all the credit. She pass weapon and do all the things so Tora can fight like real driver. Tora sometimes think if he removed program of Poppy, Poppy fighting alone would be most efficient. Seriously? Whoa, you go, girl. That why Tora just feel like small furry ball and chain. Well. I wouldn't go that far. Anyway, Tora wonder if there any point to Tora still being driver. Maybe it better for everyone if Tora retire and assume supervisor duty on sideline? Oh, Tora? Nia, what do you think? Direkt den Ball zu Nia rüberpassen, so, ich will das nicht beantworten. So, was wir ja, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Warum wolltest du Meister werden? Why did you want to be a driver? We're not clear to Tora anymore. Starting with Grampy Pon, dearest wish of family was to successfully create artificial blade. So, it natural that Tora start to wish it too. Well, do you know why your granddad wants to make an artificial blade? Surely it because he want to be famous. That sounds like a lame reason. No, but Nopon driver is rare thing. Nopon who become driver almost sure to become celebrity. Was that your motivation as well then? Nah, not exactly. Tora want to be like Rex. Like me? Tora simply yearned to be driver, not think too much about it. But after me travel with Rex and friends, he start to think different. Saving persons in need, facing all challenges. Rex is Tora's idea of perfect driver. It feels kind of strange when you say that to my face. Rex a perfect driver? I'm not convinced. But it looks like you've got a clear goal in mind, Tora. Hey, hold on. Honestly, that's all you need. Tora, you should keep being a driver. As long as you have goals to achieve, there's no reason for you to stop. And your blade will help you in that. Poppy shouldn't have to fight alone. You need to be right there with her. Oh, at fair point. Thank you, Rex. Thank you, Nia. Tora promised he will strive to be best driver ever. Oh. Das war doch mal ein richtig süßes Harmoniegespräch. Auch wenn die beiden ein bisschen fies waren, aber hey. So, wir sehen uns gleich wieder. Ich muss nur kurz das Spiel laden. Und dann können wir uns noch den zweiten Weg angucken.
bis gleich. So, da sind wir wieder. Schnell die Zeit aufschreiben. Ach, es ist so viel angenehmer, so aufzunehmen. Gut, dann wollen wir noch mal gucken, was Option 2 wäre. Jetzt einfach alles wegklicken. Ich muss sagen, ich finde es wirklich sehr, sehr angenehm, dass die Gespräche vertont sind. Ich liebe es vorzulesen, so ist nicht. Aber, ne, das gibt den Gesprächen halt noch diese spezielle Note. So. Was ist denn das Wichtigste für den Meister? What's the most important thing for a driver? Oh, Tora been thinking about that a lot. Love towards Blade is important. Love. Not an answer I was expecting. Tora observe and Tora analyze. And Tora note, all drivers have love for their blades. Example, Rex Rex love Pyra and Nia love Dromark. I love Pyra. Rex loves Pyra. Love that Tora feel for Poppy is also unsurpassed thing. But just because Tora have love, not mean Tora can necessarily be driver. Yeah, but still. Hang on, Rex. We're getting bogged down here. Can we just straight up ask Poppy and be done with this? That's a great idea. Let's get Poppy here. Hey, Poppy. What would you do if Tora said he wanted to quit being a driver? Poppy probably break down in tears, is what? Oh, meh, 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 meh. Tora worked to be best driver he can. Well, that was pretty easy. I've just got no patience for this sort of non-problem. Okay, also das andere hat mir tatsächlich ein bisschen mehr gefallen, muss ich schon sagen. Weil da sind sie wirklich auf ihn eingegangen. Hier haben sie einfach so ein bisschen die Ausrede genommen. Ja, komm, hier, Poppy, mach was. Danke. Und eben, um hier hoch zu gelangen, braucht man Wind 2, I think. Oh, das haben sie umgebracht. Okay, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. So, also wir gehen jetzt zurück nach Garfont zum Söldnerquartier, wo wir mit den Leuten reden werden. Und dann, würde ich mal sagen, machen wir ein bisschen weiter mit der Story. Da. Ralu. Also. Ah, willkommen zurück. Frag dich mal für alle Fälle, habt ihr wirklich alle Monster erledigt? Ich denke, ja, alle 12. Gut, das will ich mal glauben. Was los? Jetzt wurden Stachel-Unins hier beim Dorf gesichtet. Oh je, fies. Entweder ihr habt nicht genug besiegt, oder es waren mehr als wir dachten. Könnte ich erneut darum kümmern? Ja, keine Sorge. Vielen Dank. Um die Hintergründe können wir uns später kümmern. Erstmal müssen wir die Monster zur Strecke bringen. Okay, ja, können wir machen. Noch mehr, wie viele muss ich denn jetzt kaputtboxen? Weil da oben war noch ein Söldnerauftrag. Ich habe dich gesehen. Mein Auftragsfreund. Grunja. Gib das mal her, komm. So langsam würde ich jeden nehmen. Was ist denn los? Wir haben auf der Suche nach neuen Einnahmequellen eine Idee gehabt. Es geht darum, Sachen einzusammeln, die andere Leute für ihren Reisen verloren haben. Als Söldner kommen wir naturgemäß viel herum. Da bietet es sich doch an, sich auf diese Weise dazu zu verdienen, dachten wir. Dieses Angebot hat aber jetzt so eingeschlagen, dass wir jetzt eine spezielle Suchtruppe zusammenstellen wollen. Klingt nach einem harten Job, aber ich glaube, wir wissen da jemanden. Spitze! Das war mein Handy. Vielen Dank, ich hoffe, dass die Zusatzaufgabe euch nicht zu sehr belastet. Nee, das ist okay, das machen unsere Klingen. So, ich glaube, aber ich wechsle wieder zu... Also erstmal muss ich hier die Klingen wechseln. Zu... Wo ist er? Da. Dingsbums. Das ist cool, Gorg. Und die Ausstellung würde ich auch noch ändern, weil Sieg vorne haben ist doch irgendwie lustig.
Solange wir keine Hauptstory machen, ist alles gut. So. Ja, wo muss ich denn dafür hin? Karte, was sagst du mir? Karte sagt mir erstmal gar nichts. Hierhin. Zum Achtsteinfurt. Ja gut. Let's go. Let's go. Ich muss weiter nach oben. Alright. Ja, wir kriegen das schon hin. Ich weiß, ich habe gesagt, wir machen jetzt wieder Hauptstory weiter, aber vielleicht das noch beenden, wenn wir... Es sind drei davon. Kotzwirk. Die sind schwach gegen Wasser. Ja, komm. Das ist okay, Sieg. So, warum geht er nicht der Tag zuerst? Ach, egal. Ich muss das nicht verstehen. So. Ich hätte aber die eine Technik umstellen sollen. Okay, ja, Rückprall. Das ist okay. Das ist, ich wurde bei meiner Technik behindert. Das geht doch nicht. Wen haltet ihr euch eigentlich? Invasionsstachel umgehen. Das könnte ja sein, dass... Nein, ich will nicht runterfallen. Dankeschön. Gut. Dreifach Donner Deluxe. Es ist da so schwer zu wissen, ob man jetzt vor dem Ding steht oder nicht, ne? Ich habe keine Windklinge, um daraus... So, komm schon. So. Ich glaube, ich wechsle... Ich wechsle zu Dingsbums. Zuerst mache ich noch ein paar Attacken. Noch mal Omega Blitzschocker raus. Weil das haut ja schön rein. Mit Dings Schaden. Oh, ich kann direkt Gravitation machen. Zack. Zack. Okay. Das Ding wurde groß. Ihr kriegt nur noch einen Blow hin. Ach, sie ist runtergefallen. Das ist nicht so geil. Das ist wirklich nicht so geil. Weißt du, das sind die Gegner nicht mal das Schwierige, sondern die... Dings. Das Terrain. Okay, das hat nicht funktioniert. Hoch, bitte. Aber Nia ist wieder da. Das ist doch toll. Oh, Blitzleuchten. Ah, die sind schon im Feuer momentan. Nee. Ich würde gerne Hitzeschub machen. So, einer ist down. Ist schon mal gut. Oh, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wurden geheilt. Oh, was liegt denn da? Gib das mal her. Pentagon-Splitter. So. Kann ich jetzt zum Pandoria wechseln. Und zack. Oh, wir haben es mal endlich hingekriegt. Oh mein Gott. Das ist ja... richtig nice. Dampfbombe? Komm. Ja. Okay. Ich finde die Designs und den Teil einfach immer noch... Okay, Nia. Ist wieder runtergefallen. Okay. Did it work? Naja, ich weiß nicht. Are you serious? Ernsthaft? Fight me! Hallo? Die sind wieder da zu drehen. Nia, fall nicht so oft runter. Akku, wenn die anfällig gegen Feuer sind? Fragezeichen. Ah, Sieg, du bist zwar cool, aber... muss ich wohl leider Gottes wieder zu Dingsbums wechseln. Dingsbums, okay. Rex. Ich weiß halt Namen. Die sind schwach gegen was?
Ach, soll das mal einer verstehen? Ich find's einfach immer blöd, wenn... Everyone's getting psyched, ja. Warum wohl? So, welchen bekämpfen wir denn hier? Okay. Gut, wir kriegen das schon hin. Wir müssen ja nur noch zwei besiegen. Zack. Das ist schön. Aber ich müsste eigentlich zu Gorg wechseln. Gut, ich kann sie ja nicht davon... Ich kann sie nicht zum Schaffen bringen. Das ist ein bisschen doof. Oh Mann. Da waren wir halt schon so weit und dann passiert einfach so... So ein Kack. Dass sie einfach aufhören, uns zu bekämpfen. Richtig, richtig toll. So. X-Twist. Ich müsste wahrscheinlich die Waffen wieder verbessern. Und zack. Solange wir einfach gekillt werden von unserer... Oh. Verheerung. Ist Charo aufmerksam? Nicht wirklich. Zack. Oh, zack. Gut. Will ich da noch versuchen, noch eine Dingsraum zu bekommen? Ich weiß nicht. Die Lust ist nicht unbedingt vorhanden. Was ist passiert? Warum wurde mir Pyra vorgeschlagen? Was zum... Was ist... Ach, ich geb's doch auf. Ich mach das offscreen. Wenn die mich nicht bekämpfen wollen, weil da ständig jemand runterfällt. Da bin ich mal organisiert und dann sowas. Doctorium Indo. Heiligtum. So. Meine Herren. Also. That was a slog. Let us go. Das war wirklich ein Slog. Ich will halt auch nicht wirklich so viel Zeit mit dem Quatsch verschwenden, ne? Also, ja, gut. Ich glaube, ab jetzt mache ich Kampfzeugs auch allgemein einfach auf Screen. Also, es ist was Wichtiges. Habe ich auch. Haben wir auch ein Xenoblade so gemacht, noch ein Xenoblade Cross. Machen wir jetzt auch hier so. Gut, dann gönnen wir uns doch zum Schluss eine Cutscene. Hoffentlich entartet das jetzt nicht aus. Es ist Xenoblade, ich weiß, aber, ne? Einmal nett sein, ja? My apologies. Did I keep you waiting? No, not really. What were you doing? I was cleansing the core crystals. It markedly increases their resonance success rate. Bonding with a crystal carries certain risks, you understand. I know. When I became the driver of an Aegis, this power was awakened in me. So... I might be able to do it too. Who knows? Different people are cut out for different things. Right, yeah. Now then, my work is done for the day. Come with me. A special envoy? To Tantal? Me? Correct. Behold. As a salvager, I imagine you are already aware, but this is Allrest, the world we currently inhabit. We make our home on Titans, moving in circles around the world tree. And here lies the great void. This void came into being 500 years ago. It did not exist prior to that. So I've heard.
It's in our way anyway. It stopped us reaching the World Tree. The Great Void is carved from the Cloud Sea by a monstrous beast known as Ophion. Wait, you mean that thing? To be precise, it is an artifice, a servant of the Aegis. Of Mithra? So that thing is Mithra's. Then what did it attack us for? Doesn't make sense. Ophion was felled in the ancient battle with Malos, sinking below the clouds. This means someone must have revived it. Correct. And you're saying that someone was Zeke's home country, Tantal? Yes. They gave Ophion one directive. To ensure that none approach the World Tree. They sought to prevent a repeat of the horrors of the Aegis War. So, an obstacle was created. The Great Void. How did they manage a feat like that? As I've said, mankind is regressing. Only one artifact remains that can rescind Ophion's orders, and it lies in Tantal. It's called the Omega Fetter, and it's guarded by the royal family. I'll take you to it. I've prepared your envoy documents already. Your quest is to set foot in Elysium, correct? Malos and his ilk will surely seek the Omega Fetter for themselves. I would ask you to reach Elysium before they do, and inform me of what you find there. Do it as a favor for a once foolish old man, and so that people may have a future in this dying world. Hey, Zeke, war das ernst gemeint, dass du uns nach Tantal bringen willst? Und ob das ernst gemeint war. Aber lass uns reden, wenn wir wieder zurück im Zimmer sind. Manche Dinge bespricht man besser nicht zwischen Tür und Angel. Wie du willst, dann erstmal zurück zum Zimmer. Okay. What the fuck war das für ein Geräusch? Eine Sache ist richtig, richtig fishy. Warum? Um alles in der Welt will der Typ, dass wir unbedingt zum Weltenbaum gehen. Ach, was war die Tür? Boah, ey, was eine Tür. Ich weiß, irgendwas. Wahrscheinlich wird er wirklich von Malos kontrolliert oder irgendwie so ein Kack. Weil, ach, das Reinigungsritual. Warum muss er Core Crystals reinigen? Ich habe so das Gefühl, er bindet sie dadurch einfach nur an sich. Weil er hier der Oberboss ist hier, Dingsbums, der Prätor. Und halt durch die Macht des Aegis hat er irgendwie, ich weiß nicht, er ist einfach falsch. Der Typ, da läuft es einen den einfach kalt den Rücken runter und denkt sich so, ja, Prätor, treten Sie sich bitte woanders hin, Ihre Präsenz ist hier unerwünscht. Ja gut, Tantal, ich würde mal sagen, wir gehen nach Tantal. Ich habe Lust auf Questen. Die Sidequesten sind hier nicht so spannend wie in Cross. Und im ersten Xenoblade wusste ich halt, was ich machen muss, weil ich das Spiel schon gespielt habe. Und hier ist es so, lass mal. Wie gesagt, gewisse Dinge werde ich schon mal offscreen erledigen, damit wir das auch, easy peasy locker flockig dann dingsen können. Aber vorerst machen wir weiter. Vielleicht noch ein Harmoniegespräch oder zwei noch dazwischen schieben. Aber ja. So, dann danke ich euch nochmal fürs Zugucken. Danke für eure Geduld. Und ja, Storytime next time. Also, bis dahin, haltet die Ohren steif.